Und damit herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid Peace Walker beim Kampf gegen den Cocoon. Und ich muss das jetzt leider ein bisschen nachsynchronisieren, da ich irgendwie am Ende, als ich dann diesen letzten Fight gemacht habe, eigentlich keinen Bock mehr hatte zu kommentieren, weil ich immer wieder das Gleiche erzählt habe. Und deshalb, wie gesagt, muss ich das ein bisschen nachkommentieren. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und was vielleicht noch wichtig ist, was ihr alle wissen wollt, wie oft ich denn gestorben bin. Ich bin fünfmal gestorben und das ist jetzt sozusagen der sechste und finale Versuch, der dann endlich funktioniert hat. Und hier hatte ich auch dann endlich einen Plan. Und der Plan von mir war, wie man hier schon auch sieht, dass ich mir einfach eine Seite aussuche und dort erstmal alle Kanonen und die ganze Scheiße wegschieße, damit ich später, wenn ich an dem Ding hochklettern muss, weniger Probleme habe. Und das funktioniert momentan auch noch sehr gut. Nur was halt immer wieder, ich kann es so immer wieder sagen, was halt immer wieder Probleme macht, ist halt die Munitionsknappheit. Und wie gesagt, ich hatte am Ende wirklich keinen Bock mehr, weil nicht, weil ich so oft gestorben bin, weil fünfmal finde ich jetzt eigentlich nicht sehr oft, sondern es ist einfach nur so, dass sich das immer lange gezogen hat, dieser Kampf. Und man stirbt dann immer an irgendeiner Position, wo man eigentlich schon viel niedergeschossen hat. Und das ist extrem frustrierend, fand ich zumindest. Und hat dann einfach keinen Bock mehr. Wie gesagt, das Ausweichen von den Dingern habe ich eigentlich ganz gut dann mitbekommen. Raketen sind, also das Ausweichen ist eigentlich nicht das Problem. Es ist halt nur immer die Überraschung, je weiter man dann an dem Ding hochkommt, was dann noch so auf einen wartet. Ihr habt ja im letzten Part gesehen, so Stellen, wo man hochklettert und dann noch abgeschossen wird. Das ist einfach nicht mehr feierlich, muss ich sagen. Ich fand diesen Kampf extrem nervig zu dem Zeitpunkt. Ich muss aber jetzt auch im Nachhinein sagen, dass er eigentlich ganz cool ist, weil das macht schon irgendwie ein bisschen Spaß auch, weil man hier wirklich auf viel achten muss. Aber bis man das erstmal alles geschnallt und gecheckt hat, das dauert natürlich einen Moment. Und wie gesagt, am nervigsten sind diese kleinen Kanonen an der Seite, weil die lohnt es sich auch nicht wegzuschießen, werde ich auch nicht tun. Aber dafür diese anderen Sachen. Weil diese an der Seite, die man da sieht, die stören einen weniger dann, wenn man auf dem Ding ist, aber halt der Rest, diese ganzen beweglichen Teile. Ja, und diese ganzen Angriffe die ganze Zeit, die sind extrem nervig, muss ich sagen, weil man sich ständig eine neue Deckung suchen muss und auch die Deckungen kaputt gehen mit der Zeit. Das ist mir dann auch irgendwann mittendrin aufgefallen. So, was mache ich denn hier eigentlich? Halt doch mal drauf. So, ich glaube, das Ding hat sich gerade wieder überhitzt, so wie es aussieht. Das ist natürlich meine Chance. Ich hatte mir auch, glaube ich, vorgenommen, in dem Teil diese große Kanone daneben wegzuschießen. Aber hab's dann doch, glaube ich, gelassen, weil ich weiß nicht, wie viel das braucht. Also diese zwei Dinger da oben, die sind extrem. Ja, die halten extrem viel aus. Und da ist mir dann die Munition auch zu schade, weil dann rennt man ja noch länger rum. Ich guck gerade auf die Timeline, wie lange ich ungefähr gebraucht habe. Müssten circa 15 Minuten gewesen sein. Also es dauert schon wirklich eine Weile, dieser Kampf. Und hier probiere ich endlich mal die. Oh shit, da hat es mich erwischt. Die Schaffgranaten aus, die leider auch nur ganz kurz helfen. Also es ist eigentlich relativ sinnlos, irgendwie die einzusetzen. Man bekommt nur ein paar Sekunden Zeit. Ich weiß nicht, warum die das machen. Oder warum das so ist. Ob man das vielleicht noch verbessern kann, aber es ist halt extrem, extrem nervig. Ja, hier muss ich auf jeden Fall das erste Mal Nachschub holen. Und ich glaube, ich weiß auch, was passieren wird. Ja, genau. Da seht ihr nämlich, wie ich der Munition hinterherrennen muss und die einfach nicht aufsammeln kann, weil die ja erstmal irgendwo liegen bleiben muss. Und das ist scheiße. In dem Moment habe ich mir gedacht, scheiße, ey, nur wegen der Munition hast du jetzt schon wieder so viel Gesundheit verloren. Das ist, finde ich, auch ein bisschen schlecht gemacht, dass das so weiter rutscht. Ich weiß nicht, warum das so sein soll und warum man das nicht. Oh shit. Warum man das nicht aufnehmen kann. Oh, ich sehe gerade, hier habe ich sogar die Rationen ausgerüstet. Was mir noch das Leben retten wird, glaube ich. Ja, schon wieder Deckungswechsel und man sieht schon keine Deckung mehr da, also extrem nervig, ganz ehrlich. Bin froh, dass ich den geschafft habe.
Und das mit dem Erfassen ist eigentlich auch ziemlich gut. Das setze ich jetzt, glaube ich, auch öfter ein, außer wenn ich der Meinung bin, ich treffe es. Das ist schon eine ganz gute Funktion. Ich bin auch echt froh, dass ich den Film mitgenommen habe. Ich habe echt gedacht, der nützt mir hier in dem Kampf nichts. Zumindest am Anfang habe ich das gedacht, aber der ist gar nicht mal so schlecht. Nur halt leider hat er nicht viel Kapazität, was ein bisschen nervig ist. Wie gesagt, den Raketen auszuweichen ist kein Problem. Einmal Ziel erfasst, einfach aus dem Gebiet rausrennen, das funktioniert ganz gut. So, jetzt hat er wieder seine Probleme. Das gibt mir natürlich Zeit, den abzuschießen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee gewesen wäre, sich wirklich mal um die Kühleinheiten zu kümmern. Vielleicht hätte der dann öfter solche Anfälle gehabt. Weiß ich gar nicht. So, Shawnee Boy, jetzt mach doch mal. Leg mal los hier. Genau, und hier ist das Problem. Hier rennt mir die Munition durch die Barrikade durch. Das ist auch nervig einfach nur. Ich finde das einfach nur nervig. So, der Kanone ausweichen ist eigentlich auch nicht so schwer. Aber ich schaffe es natürlich mal wieder nicht. Das Gute ist natürlich, sobald die einen getroffen hat, hört die auch auf zu schießen. So, was machst du denn jetzt überhaupt? Okay, ich renne da runter. Warum tue ich sowas? Okay, ich glaube, ich wollte mich auf die andere Seite begeben, damit ich mehr, nee, was wollte ich eigentlich? Stimmt, ich, genau, hier an der Stelle habe ich mir, glaube ich, überlegt, fuck. Die Sachen, die du weggeschossen hast, sind ja auf der anderen Seite. Und hab mir dann, glaube ich, überlegt, genau zu warten, bis sich das Ding wieder dreht. Oder eventuell drum herum zu laufen. Ja, ich weiß, ich sollte die Leiter benutzen, aber das wird mir in dem Moment auch noch nichts nützen, deshalb... Ich glaube wirklich, ich wollte das Ding noch ein bisschen weiter runterschießen, was auch eine gute Idee ist, wie ich im Nachhinein erfahren habe. Dass man das wirklich richtig runterschießen kann. Ich hätte wahrscheinlich... Nee, das spoilere ich jetzt zu sehr. Ihr werdet es ja gleich noch sehen. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich jetzt überhaupt vorhabe. Achso, erstmal ausweichen. Das wird wieder Zeit für eine Attacke. Also so schwer, im Grunde so schwer ist der eigentlich gar nicht. Und ich frage mich mal, warum habe ich gerade vorbeigeschossen? Ich habe doch verpasst, oder nicht? Also so schwer ist er wirklich nicht. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch nur 5-mal gestorben, aber... Was für mich, muss ich sagen, schon ziemlich gut ist, aber... Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, also wie gesagt, so schwer ist er eigentlich nicht, aber man muss wirklich erstmal dahinter kommen, was man denn alles zu tun hat. Und ich habe auch keinen anderen Weg gefunden, als jetzt die Sachen da an der Seite wirklich mal wegzuschießen. Weil das wirklich, sonst wirst du dort, sobald man dort hochrennt, sofort attackiert, also. Von daher fand ich das eigentlich eine gute Idee. Okay. Schön runtergeklitten und keine Deckung mehr. Super. Okay, dann lass doch mal schauen. Also das Ding ist jetzt auch schon ziemlich weit unten. Ich werde es wahrscheinlich auch bald geschafft haben. Ich habe dann übrigens, als ich dann mit dem Ding fertig war, habe ich dann wieder, ja, kommentiert. Deshalb, wenn das Ding dann, vernichtet ist... Setzt wieder mein normaler Kommentar ein. Aber das dauert noch eine Weile, so wie ich das gerade sehe. Ja, toll, jetzt haben sie mir die letzte Deckung auch noch weggeschossen. Und ich bin auch noch so blöd und renne natürlich der Arm hinter der Ration hinterher, aber das muss ich ja auch. Weil das auch nötig sein wird, wie ihr gerade seht. Komm schon. Ja, noch ein paar Chips hinterher. So, das Ding ist jetzt ein bisschen in Warteposition. Dort hatte ich schon alles schön weggeschossen. Das ist ganz gut. Jetzt muss ich nämlich nur noch das Ding ein bisschen runterkriegen. Den AI-Pod. Und wieder die nervigen Raketen. Ist halt blöd, weil man da immer weglaufen muss.
schnell. Ich muss auch sagen, dass es am Ende nicht mehr so schnell ging, irgendwie das Ding nach runter zu schießen. Der braucht dann schon ein paar Schuss mehr irgendwie für die letzten Balken. Ah, da haben wir es fast. Ich glaube fast, ich mache mich jetzt auch schon auf den Weg da hochzuklettern, so wie es aussieht. Ich sollte eigentlich mehr spoilern, was ich hier mache, als nachkommentieren, aber egal. So, aber wir nutzen, oder ich nutze jetzt meine Chance. Da kommt schon wieder diese scheiß Säge, aber ganz knapp dran vorbeigekommen. Die sieht man auch kaum, also das hat mich beim ersten Mal echt wirklich überrascht. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was diese scheiß Säge eigentlich macht. Aber die säbelt halt dort ein bisschen rum und am Boden. Und ich habe übrigens festgestellt, hier hinten ist man relativ sicher vor den Dingern. Zumindest ein bisschen. Ich versuche die halt mit ein paar Dübelgranaten noch ein bisschen auszuschalten, funktioniert aber nicht so gut. Weil die, wie gesagt, nicht so schnell funktionieren. Und dass das Ding selbst Raketen auf sich selber abschießt, finde ich auch sehr, sehr lustig. Normalerweise müsste das Ding in 1000 Stücke dann verfliegen. Jawohl. Und da haben wir es nämlich auch schon. Und ich habe keine Munition mehr. Aber zum Glück für die M60 und denkt mir gerade so, what the fuck, hoffentlich geht das noch gut. Und das war's dann auch. Puh! Endlich geschafft. Sehr geil. Jetzt schnell rein da. Boah, war das knapp jetzt. Puh, okay, jetzt schnell raus mit den Teilen. Oh, dann wäre dieser Boss auch besiegt. Sehr geile Sache. Der war echt heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich echt viel gekostet. Okay, da ich das natürlich eine Menge zerstört habe, bleibt nicht mehr so viel übrig. Aber dafür kriegen wir vielleicht sogar alle. Vielleicht. Na schon, ja, wir wissen es doch. Halt die Klappe, halt die Klappe! Ja, Weapon, her damit. Okay, komm schon. Dass er jedes Mal immer ganz drum rumgehen muss, ey, das ist mir auch noch nicht klar, wie sich das auslost. Aber gut, dafür kriegen wir jetzt wahrscheinlich wirklich alle. Ist ja sonst auch nichts mehr da, weil ich den Rest alles kaputt machen musste. Ja, das war's leider. Tut mir leid. Hier, die kann ich nicht nehmen. Da ist nichts. Tja. Frag mich, wo diese Dinger immerhin abdüsen. Das würde mich echt mal interessieren. So, was kriegen wir denn jetzt für diese Misere? Bin ich ja gespannt, was das wird. B-Rang. Wäre schon schön irgendwie. Na? Ein B-Rang, ja, ist doch okay. Das geht. Die folgenden Worte können nun mit den heldenhaften Geist erfüllt werden. Hier bin ich. Okay, wir haben wieder ganz viele tolle, bunte Teile, KI-Teile, Antriebsteile, Panzerung. Klingt doch gut. So. Berichte von der Motherbase. Was haben wir denn Schönes? Kultenrettung Rang 3. Gestiegene Erfahrung.
Antriebseinheit Sieg 1. Ein Teil wurde produziert aus 5 Antriebsschrott. Beinteile Sieg 1. Ein Teil wurde produziert aus 5 Beinteilen Schrott. Sehr schön. Hab ich aber immer noch nicht meinen Sieg zusammen. Den Scheißdreck. Gut, an dieser Stelle mache ich auch einen kleinen Schnitt, weil ich jetzt schon wieder ewig an diesem Kampf hing. Ihr werdet noch mehr... Ne, ihr werdet nicht noch mehr sehen, denn ihr habt es ja gleich gerade gesehen. Ja, gut, nee, ich mache auf jeden Fall erstmal einen Schnitt und mach dann weiter, wenn ich wieder Bock habe. Ey, das war echt zu übel gerade, ey. Okay, bis dahin.